Hi, heute ist eine Folge Clash Quest und zwar mit die Liga für meinen Account. Aktuell bin ich 8. mit 36 Stages, das haben schon alle um mich herum gespielt. Für die Aufstiegszone brauche ich nur 2 Stages und 2 Defenses. Also sollte eigentlich schwerer werden, nicht aufzusteigen, als aufzusteigen, glaube ich. Vor allem, wenn der hier 9 geschafft hat. Der 9, der hat auch 9. 8, 7, also auf jeden Fall viele Stages heute geschafft. Ja, mal schauen, ob ich auch 9 schaffe oder vielleicht sogar 10. Ja, ich versuch's mal. Okay, hier würde ich erstmal Charge Minions anbieten, glaube ich. Oder ich benutze davor den Bogey. Dass kein Minion ohne Double Hit auf die Hütte geht. Oder halt ein Baby, dann sind die 2 Hütten offen. Ich glaube, ich bin ein Baby. 2 Packers. Bomber. Okay, jetzt muss ich auf jeden Fall den setten. Und dann spiele ich den Moment. Die 3 Bomber. Charge wäre halt jetzt. Okay, das wäre einiges mehr. Frage mich, ob das halt Verschwendung des Charge-Buchs wäre. Gleich ja, mach's mal. Mach schon viel mehr. Jetzt spiele ich die Minions. Die 2 Bogies, das ist am besten noch mit einzelnen Truppen. Okay, wenn ich den Farm bekomme, stirbt der Tanker. Und den Reis. Und ich kriege einen Refill von. Schwierig. Ich nehme die Bomber. Magier habe ich noch keine. Für die Hütte den Bomber und dann die Packers. Charge-Bücher. Das wäre kein Double Hit mehr. Also lohnt sich's nicht wirklich. Die 2 Inferno Towers, die übrig bleiben, würden beide auf den Packer gehen, also passt. So, jetzt würde ich überlegen, Charge Bogies. Ich glaube, das macht Sinn. Dann spiele ich noch die Minions dabei. Und ich bin schon mal bei 2 Stages. Bomber wieder. Dann spiele ich zuerst die Babys. Ich habe noch 19 Bomber auf der Hand, das ist insane. Locks. Okay, ich brauche kein Set verwenden. Würde aber einen Lock, glaube ich, raushauen. So, ein Minion reicht natürlich nicht. 2 Bomber würden ganz woanders hingehen. Ich spiele 3 Bogies. So, also jetzt habe ich ja schon mal einen Aufstieg. Ich nehme Packers auf jeden Fall. Ich habe noch 2 Charge-Bücher. Bringen wir aber nicht so viel. Ach, so eine Fliege, die nervt mich hier gerade. So. Packers. Macht Charge auch keinen Sinn. Aber ich mache es mal so. Charge-Bomber, ja. Bomber. Okay, hier sind schon sehr tanky Gebäude am Start. Normalerweise würde ich jetzt die Magier nehmen, aber da wir noch keine Magier haben und noch einige Bomber haben, würde ich jetzt immer noch die Bomber nehmen. Genau. Ich spiele. Der Baby macht keinen Sinn, aber wenn Pick ist connected. Okay, die werde ich sowieso chargen. Dann spiele ich hier einen Lockdown und einen Bogey. Achso. Ich krieg noch Saps. Ich nehme wieder Charge mit.
Ja, dann wären schon mal sehr tanky Gebäude down. Und jetzt zapp ich auf jeden Fall noch. Nämlich den hier. Und für den Baby müsste ich schon die beiden setzen, dass der noch überlebt. Aber mache ich so kann man. So, jetzt ist halt das Ding. Genau. Dass da eine Baby wasted wäre oder wir halt chargen müssen. Ich charge trotzdem mal. Ein Packer kommt. Der lohnt sich, glaube ich, hier drauf immer noch. Ja. Der Minion rein. Jetzt die Bogies chargen. Ich muss gamblen, ne? Ich will den nicht spielen. Die Bombe. Gamble. Oh shit. Ich muss die Bombe alle spielen. Aber. Ich weiß gar nicht, wie viele Tokens ich noch habe. Ich glaube, ich habe noch 4. Nee, Quatsch. 4. 7 meine ich. Ja, komm mal. Also dann würde ich vielleicht sogar noch einen Token verwenden, keine Ahnung. Also, hier schaue ich mal, dass ich die noch down bekomme. So. Ich habe natürlich den down machen, der Set reicht für den, den und für den nicht. Also mach ich mal so, dann bin ich bei 5, 7. Und auf keinen Fall zufrieden damit. So, ich bin Dritter. Ach, ich habe noch 9 Tokens. Ja, dann muss ich die jetzt verwenden. Das haben wir einfach alle gespielt. Aber, ja, komm, rein da. Ich glaube, den letzten werde ich dann auch verwenden, ohne das Ganze aufzunehmen. Kommt auf das jetzige Ergebnis an. Genau, dann schaffe ich die nicht. Ich glaube, übrigens laut. So, Minion. Ah, ich wollte schon Magier nehmen. Ich habe ja schon oft genug gesagt, warum ich zumindest am Anfang noch keine Magier nehme. Krass. Und nochmal 4 Packers, würde ich sagen. Ich hätte auch die Babys nehmen können. Aber ich denke, das hat keinen großen Unterschied gemacht. Eigentlich will ich die Packers jetzt nicht verwenden, weil die alle so low life sind. Ich lieber die Saps raus und spiele dann die Bombe. Als die Babys. Okay, jetzt ist natürlich wieder kritisch. Ich muss 2 Saps wieder raushauen. Oder ich spiele die Charged. Ja, ich spiele die Charged. Macht mehr Sinn. Vier Packers wieder. Ja genau, wenn ich den einen Baby spiele, dann reichen die genau. Ja. Packers. Ob ich den wirklich chargen soll? Okay, Packers würden auch gut machen. Ach, mit dem Lock kriege ich die morgen gleich auf. 2 Packer. Dann charge ich jetzt die Packers rein.
kommt nochmal zu meinem Nachhinein. Bin ich sehr gut, dass ich den Zeit verpassen muss. All diese Expos sind sehr tanky. So, jetzt kommen wir hier wieder an die richtig tanky Stage. Ich nehme mal die Babys mit. So, schau. Also, was macht jetzt ja meistens Sinn? Ich logge mal hier auf. Selbst. So, dann will ich, dass kein Bomber stirbt. Und die Strahlen da so zurückverfolgen. Tut auch in den Augen weh. Ja, nicht wirklich. Aber nicht sehr angenehm, sag ich mal. So. Also, Charge macht keinen Sinn. Dann stehe ich die zwei Bomber. Die Minions. Okay. Jetzt nicht wieder dasselbe wie vorhin. Please. Aber das sollte ich schaffen. Jetzt hier ein Zap drauf, bin ich noch ganz rein. Bei Babys 74, ja, da reichen die Bogies. So, ich bin mal 5 Stages wie vorhin auch. Ich nehme die Bombe mit und ich habe meine Verbindung verloren. Passiert manchmal, ich bin hier im Zimmer, habe ich kein gutes WLAN. Tut mir leid. So, da bin ich wieder. Junge, das war ja ein riesiger Overkill. Aber ich muss den so spielen. Ja. Hab keine andere Wahl. Ja, lockt mir ein bisschen mit. Oh Mann. Ich denk nicht mehr nach. Babys. Ich will zuerst die Bombe hier. Dann nehme ich wieder Bombe mit. Und jetzt kriege ich ziemlich starke Refills. Das muss Infinity werden. Bomber, habe ich jetzt 1600 Bomber. Bombe. Ich nehme Retreats mit. Falls wir jetzt ein Baby Refill bekommen, dann sind die besser. Okay. Hier endet auf jeden Fall die Reise. Obwohl. Ja, doch. So. Ich hab die Bälle zusammen und spinne sie schon. Doch. Schwierig. Ich glaube, wir machen zwei Loks hin. Es wird nicht mehr reichen. So, auf die mit dem wenigsten Leben haben wir nochmal das Selbst drauf. Das ist halt schon wieder ziemlich knapp. Ne, ich spiele die erstmal. So, und dann hier noch den Zap drauf. 8 Stages, 9 Deaths. 3 Kisten mehr als vorhin. Ich bin erster Platz. Wegen ein paar Defenses. Ja, ist auf jeden Fall schön. Jetzt, nachdem ich einige Wochen in Gold 1 schon rumgammel, dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Den letzten Token werde ich noch später irgendwann verwenden. Ja, genau. Ich glaube nicht, dass ich da noch ein besseres Ergebnis schaffe. Falls doch, werde ich es euch im nächsten Video höchstwahrscheinlich mitteilen, wenn ich dran denke. Aber ansonsten würde ich sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Ich würde mich über einen Kommentar freuen und ein Abo könnt ihr auch gerne da lassen, wenn ihr kein Video verpassen wollt. Und ciao!